Hast du eine gute Bindung zu deinem Hund? Ich sag's dir. Heute geht's ums wichtige Thema, die Bindung zu deinem Hund. Und geht auch schon los. Go! Dogma TV. Wow! Herzlich willkommen zurück. Ich bin Dogma. Das ist mein junger Hund Theo, der pitschepatsche nass ist und gerade aus dem Tümpel kommt, weil es so heiß ist. Dann gibt's hier noch meinen Rocky und meinen Silver. Ja, lass uns mal heute über das Thema Bindung sprechen. Was bedeutet es eigentlich, Bindung zu deinem Hund herzustellen? Hast du eine Bindung zu deinem Hund oder ja, betrachtet der dich nur als Futterautomat? Nutzt der dich bloß aus oder findet dich dein Hund doof? Viele Leute kommen an mich heran und sagen, Mensch, Dogma, ich glaube, mein Hund kann mich nicht leiden. Der ist draußen so wenig orientiert und kommt eigentlich nur zu mir, wenn ich Futter in der Tasche habe. Nun, lass uns mal über diese Problematik sprechen. Warum kommt wohl irgendein Raubtier zu dir? Ja? Es geht nicht um deine schöne Bluse oder ob du viel Geld hast. Wichtig ist doch, dass du gut zu deinem Hund bist. Und nun sagst du, ja, Dogma, ich bin gut zu meinem Hund. Ich gebe ihm alles. Ich gebe ihm gutes Futter, ein tolles Zuhause und meine ganze Zeit. Und trotzdem ignoriert er mich und draußen benimmt er sich wie so ein Berserker. Und es ist einfach nur anstrengend und ich glaube, der kann mich nicht leiden. Nun. Also, dazu muss man mal ein paar Sachen klarstellen. Vielleicht, und das ist nur eine Vermutung, kümmerst du dich zu sehr um deinen Hund. Sprich, der Hund, wie hier mein junger Hund Theo, ja, der drängt sich immer in den Vordergrund. Er will immer als erstes alles haben. Er will zuerst von mir gestreichelt werden, er will zuerst sein Futter haben, er wird gnatzig, wenn das nicht so ist. Ja, er betrachtet mich ein Stück weit sogar als Ressource und kann es einfach nicht leiden, wenn irgendjemand außer er Streicheleinheiten einfordern. Und ja, wie so ein kleines, quengeliges Kind schmeißt er sich halt dazwischen und kann das nicht so ganz leicht akzeptieren. Nun, was ich dir eigentlich sagen will zum Thema Bindung. Du wirst zu deinem Hund eine Bindung haben. Also hör auf, dir einzubilden, dass dein Hund dich vielleicht nicht leiden kann. Es wird nicht so sein. Dein Hund kann dich leiden. Dein Hund versteht nur ein paar Sachen ein bisschen anders. Und zwar, es ist nicht so, dass du dir praktisch so eine Bindung erkaufen kannst, ja, mit tollem Futter und so weiter und so fort oder Streicheleinheiten, dass er dann an deiner Seite läuft und vielleicht nicht mehr an der Leine zieht, ja, obwohl du das dir vielleicht als Grundvoraussetzung stellst. Du sagst, ja, boah, er beißt mir meinen Stamm unterm Hintern weg. Mensch, 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 der Theo. Und, und ja, ja, mach ruhig weiter. Mach ruhig weiter, habe ich einen kleinen Massagehocker. Das ist der Star. Und also du siehst, Theo ist auch eine Kanone für sich. Darauf aber zum Ende des Videos, denn da muss ich dir noch was erzählen, was mir wirklich auch am Herzen liegt und mir wichtig ist zum Thema Bindung. Und ja, also versuch nicht irgendwelche Sachen einzutauschen. Ja? Versuch nicht zu denken, dass dein Hund mit mal nicht an der Leine zieht oder dir auf Schritt und Tritt folgt, nur weil du ihn fütterst, nur weil du ihn streichelst oder nur weil du regelmäßig mit ihm spazieren gehst. Das darfst du natürlich nicht denken. Das sind auch zwei Paar Schuhe für den Hund. Also, Nummer eins, hör auf, dir einzubilden, dass du keine Bindung zu deinem Hund hast. Es ist nicht so. Ja, ihr lebt zusammen, ihr habt automatisch dadurch eine Bindung. Ja? Und du siehst hier heute ist ja, alles tumultig. Wir waren nämlich gerade baden und irgendwie sind alle ein bisschen aufgeregt und die, ja, es ist heiß. Wir warten mal kurz, bis die sich ein bisschen abgeregt haben. Können wir hier gleich so ein bisschen als Ruheübung machen. Ruheübung bedeutet, du redest den Hund nicht an, du streichelst ihn nicht, ne? Und du lässt ihn einfach in Ruhe. So. Und wenn die sich da ein Stöckchen knabbern oder in dem Fall meinen Hocker fressen, ist mir das ja, jetzt im Moment auch Wumpe. Können die ruhig machen. Und ich wollte dir einfach den Druck rausnehmen, weil viele Leute kommen zu mir und sagen, hey, Dogma, ich glaube, mein Hund kann mich nicht leiden und machen sich Gedanken. Und natürlich ist man auch traurig, wenn man denkt, dass der eigene Hund einen nicht leiden kann, nur weil er ihn jetzt nicht so folgt, wie man sich das vorstellt, weil man ihn ja eigentlich bezahlt. Also komm da von dem Gedanken weg. Dein Hund, der mag dich schon, ja, dein Hund hat dich schon lieb, wenn du mit ihm natürlich tolle Sachen unternimmst und so weiter und so fort. Der zieht aber aus anderen Gründen. Es gibt da einfach Gründe, wie ich vorhin schon gesagt habe, vielleicht
investierst du einfach ein bisschen zu viel Zeit in deinen Hund, ja, und du orientierst dich am Hund, gehst ihm ständig hinterher und dein Hund denkt mit mal, aha, ja, du bist jetzt nicht der Rudelführer, sondern das ist er. Und er muss sich einfach um Sachen kümmern. Also da kommt jetzt ein Fremdhund, der muss den verbellen. Ja, er ist im Garten, er muss sein Territorium bewachen. Ja, er muss den Postboten wegschicken, weil du das nicht kannst. So eine Sachen. Ja. Also dann natürlich auch diese Überwichtigkeit. Unglaublich, diese Hunde. Diese Überwichtigkeit, ja, wo der Hund dann auch denkt, du bist halt Ressource. Also es ist unwahrscheinlich wichtig, dich zu verteidigen, weil du bist halt sein Ein und Alles. Das ist natürlich auch bedenklich und nur durch Distanz schaffst du Nähe. Nur durch Distanz schaffst du Nähe ist richtig. Also du darfst praktisch den Hund nicht zum Mittelpunkt deiner Welt machen. So, das sei erstmal so dahingestellt. Wie gesagt, zum Ende des Videos möchte ich dazu noch eingehen. Also nur zum Thema Bindung. Wenn du deinen Hund verhätschelst und vertätschelst und der nicht hört, dann hat das alles so seinen Grund. Ich hoffe, das verstehst du, aber das hat überhaupt nichts mit Bindung zu tun. Bindung bedeutet, ja, dass auch wenn du den Hund im Wald abmachst, ja, und er dann auf Hasenjagd geht, wenn er wiederkommt, dann hast du eine Bindung. Aber er wird dann natürlich erstmal abhauen. Er ist ja, es sei denn, du hast jetzt nicht so einen sehr triebigen Hund, aber jeder normal gesteuerte Hund, ja, wo, wenn ein Hase kommt, der haut dir erstmal ab. Bindung hin oder her. Würdest du mal bitte? Danke. Ja, und da mach dir auch keine Gedanken, weil das ist Natur. Du hast einen Hund, du hast ein Raubtier und jeder ist auch ein bisschen anders und auch mit der Bindung. Ja, zum Beispiel Rocky, der klebt im Endeffekt viel mehr an mir, wenn wir im Haus sind und Silver klebt viel mehr an mir, wenn wir außerhalb vom Haus sind. Jeder hat auch eine eigene Aufgabe. Das ist natürlich auch in so einem Rudel sehr interessant, ja, also wenn du mehrere Hunde hast. Aber wir bleiben ja mal bei einem Hund und bei der Aussage, dass was Distanz Nähe schafft. Ja, ist richtig. Und jetzt kannst du auch anfangen, deinen Hund ein bisschen mehr zu ignorieren, ein bisschen mehr wegzuschicken, vielleicht auch nicht mehr im Bett schlafen zu lassen. Und nun mal meine Meinung dazu, die mir sehr wichtig ist. Also als Hundetrainer sage ich dir, ja, schaff ein bisschen Distanz zwischen euch, ja, um die Bindung einfach ein bisschen zu intensivieren. Bindung intensivieren, finde ich, ist da vielleicht sogar ein bisschen falsch ausgedrückt, weil du intensivierst ja die Bindung nicht. Ja. Du schaffst ja eben im Endeffekt Distanz. Und der Hund, der merkt, dass es doch wertvoll ist, mit dir Zeit zu verbringen, weil es jetzt nicht mehr so von ihm eingefordert werden kann. Er kommt zu dir, du streichelst drüber, er bettelt, du gibst ihm was zu essen. Also dass sowas eben abfällt, dass der Hund merkt, okay, pass auf, du bist es wert, dass man auf dich aufpasst und du bist es auch wert, dass er beim Gassigehen zum Beispiel auch in deiner Nähe bleibt, im Freilaufen in deiner Nähe bleibt und so weiter und so fort. Bloß, ich muss dazu sagen, ich habe ja Hunde, um Hunde zu haben. Und auch wenn das von der Theorie her, wie ich es mache, falsch ist, und das weiß ich und das sage ich auch offen als Hundetrainer, meine Hunde sind meine Freunde. Meine Hunde, die können auch mal sich Fehltritte erlauben, gar keine Frage. Und meine Hunde haben Charakter, den sie auch haben dürfen. Ja, also ja, mein Theo, der motzt, mein Theo, der bettelt und betteln tun vielleicht auch alle und so. Ich weiß, dass ich mich auf die drei verlassen kann. Ich weiß, dass sie im Freilauf bei mir bleiben, ja, dass die nicht wegdonnern. Und wenn ich ein schlechtes Gewissen habe oder denke, dass das vielleicht jetzt gerade nicht klappt, weil da ein Pferd kommt oder sonst irgendwas, dann kommen die an die Leine. Ja, also da kümmere ich mich schon. Und ich würde nicht diese Distanz schaffen, weil ich mir dafür keine Hunde angeschafft habe. So, jetzt ist das auch ein bisschen egoistisch, weil unterm Strich tust du auch deinem Hund einen Gefallen, wenn du ein Stück weit Distanz schaffst und nicht auch der Mittelpunkt für deinen Hund bist. Ja, also dem Hund, dem tust du damit einen Gefallen. Ich sage mir, für mich, und das ist meine höchstpersönliche Meinung, und die sollst du überhaupt nicht übernehmen, die sollst du überhaupt nicht teilen. Du kannst gerne einen Kommentar dazu schreiben, wie du dazu stehst, wie deine Meinung dazu ist. Ich sag mir, ich arbeite den ganzen Tag, um mir die Hunde leisten zu können. Die haben eine ärztliche Vorsorge, eine gute. Die kriegen gutes Essen. Jeder hat einen guten Schlafplatz. Und ich verbringe meine ganze komplette Freizeit mit den Hunden. Ich gehe nicht ins Kino, ich gehe nicht in eine Schwimmhalle, ich fahre nicht alleine Fahrrad. Ich mache alles mit den Hunden.
alles. Und jetzt sogar ein Stück weit, ja, sogar Arbeit. Also erlaube ich mir, so egoistisch zu sein, um meine Hunde so eng an mich zu binden, damit sie mich vielleicht sogar ein Stück weit als Ressource betrachten, mich sogar hin und wieder mal verteidigen oder denken, mich verteidigen zu müssen. Natürlich übernehme ich Führung. Natürlich versuche ich natürlich immer den Hunden auch zu erklären in Hundesprache, damit sie mich nicht verteidigen müssen. Aber durch diese enge Bindung kommt das halt auch immer mal wieder vor. So. Und es ist bestimmt nicht erstrebenswert, so eine enge Bindung zu bekommen zu seinem Hund, ja, damit der denkt, der muss sich verteidigen. Aber ich nehme mir einfach das Recht für mich raus, dass ich meine Zeit nicht anderweitig verbringe, weil ich das nicht will. Ich habe keine drei Hunde, jetzt klaut er mir den Stamm total, ich habe keine drei Hunde, um alleine eine Runde joggen zu gehen. Ich habe keine drei Hunde, um irgendwie Sachen zu machen, die mir keinen Spaß machen, weil ich am liebsten mit meinen Hunden zusammen bin. Ja? Und meine Hunde am liebsten mit mir zusammen sind. Und wenn ich das Haus verlasse und da kann einer nicht mit oder die können alle drei nicht mit, dann ist auch Trauer angesagt. Aber ich habe meine Arbeit auch so strukturiert, dass wir immer zusammen sind. Wir sind einfach auch immer zusammen. Und wenn ich mal wirklich nicht da sein kann, weil ich arbeiten muss, ja, dann ist halt Doc Dad da, der halt ein bisschen aufpasst. Also die sind auch nicht alleine. Also wir sind halt nun mal der Lebensmittelpunkt. Und ich finde das überhaupt nicht schlimm und ich finde das überhaupt nicht schlecht. Und ich mache das so, weil ich es möchte. Und darum geht es ja auch in meinen Videos. Du sollst machen, was du willst. Du sollst nicht nach links und rechts gucken. Du sollst machen, dass es deinem Hund gut geht. Und du sollst machen, dass es dir gut geht, weil du hast einen Hund, damit es dir gut geht. Oder? Genau. Warte, sitz, du hast meinen Stuhl zerstört. Guck es dir an. Also, keep cool, ja, dein Hund mag dich. Und wenn du gut zu deinem Hund bist, warum sollte er dich denn nicht mögen? Warum denn? Sagst du mir? Magst du mich? Nee? Okay. Schwierig. Nee, also alles gut, ja, dein Hund liebt dich, du liebst deinen Hund und das hat mir mal so ein bisschen auf der Seele gebrannt, dir einfach zu sagen, zu enge Bindung gibt es eigentlich nicht, in meinen Augen gibt es enge Bindung nicht. So, in diesem Sinne, ich bin raus, ciao, bis zum nächsten Video, bleib mir treu, wenn du willst, werd Kanalmitglied, wander mit uns durch Deutschland und schau das nächste Video, bye bye.